Herzlich willkommen zum sechsten Part. Ich hoffe mal, das übertönt mich nicht, weil ich habe jetzt auch nochmal die Musikeinstellungen niedriger gemacht. So, es geht ja wieder weiter an der gleichen Stelle, hoffe ich mal. Weil ich nehme immer Darksiders Tag und Tag auf. Also am Wochenende, da bringe ich immer zwei Parts raus, weil ich dann noch kein anderes Spiel gefunden habe. Das ist das Ding da hinten. Oh, okay. Das auch. Da. Okay, da sterben wir. Ich dachte jetzt, das geht. Ich bin da. So. Nee. Kreuzklingeln, trinken. Schalter mal da hin und ja, ich vergesse es wie immer wieder, Steam auszumachen. Also im Grunde mich offline zu stellen. Sehr stark nach dem Battle aus. Doch nicht. Auf jeden Fall ein Rätselraum. So. Und so. Okay, wird das denn schon was? Ja. So ist das. Mann, ist das easy. Da brauche ich nicht rüber. Ich gehe da lang. So. Und da war ein Standardding. So. Da gibt es noch einen Teil. Gar nicht gesehen. So. Dann dahin. Hier rüber springen.
Why are you doing this? Doch, ich weiß, wie wir da rankommen. Oder auch... Nee. Glaube ich weniger. Das ist gut, das hält. Okay. Ich weiß nicht, warum hier... Lol, warum ist hier extremer Frame im Bruch? Sorry Leute, ich wusste jetzt nicht, warum das jetzt so war. Ich wusste nicht, warum ich gerade Prime im Bruch habe. Normalerweise habe ich ja keines, wisst ihr. Aber jetzt hatte ich gerade irgendwie einen. Hier so ein Kristallschwert einpacken. Das wirst du denken können. Jetzt muss ich da aber umgehen. Und ich fail. Kennt man ja von mir. Kann man doch, kann man da doch dran springen. Dann kann man, ey, das ist sauer, so stark da noch aus. Lass dich in Ruhe, ich will selbst rätseln, ich werde mir kein Lösungsding holen. Und wieder oben wieder ran und da hoch. Ich glaube, das schaffe ich, indem ich daran komme. Also. Aha, das geht doch noch ein bisschen höher, das Ding hier. Dadurch komme ich da. Aha. Hier rüber. Erstmal auch nochmal. Ja. Und Rätsel gelöst. So. Erst mal fertig und da kommt gleich ein zweiter Kampf. Nur weil ich das Schwert abgebe. Okay, da komme ich noch nicht lang. Die für eine Ritze auf mich lauert. Das Ding da will ich haben. Das grün glänzende Teil da. Alter, wo muss ich denn überall hin? Der Fug. Okay, das muss ich also erstmal freikriegen. Der Fug.
Ich darf das, ich bin Let's Player. Das ist wie einfacher, das ist wie ein Ecksprung bei Minecraft. Warum hält sich der Krieg eigentlich nicht fest? Inaktives Bombengewächs. Nehmen Sie sich dieses inaktive, klebrige Bombe und werfen Sie es an Objekte an Objekten und Feinden. Durch Feuer kann es ausgelöst werden. Verdammt! Nebenbei, nach Dark Souls habe ich ja schon angekündigt. Ich hätte aufgehört, Abkürzungen versuchen zu nehmen, aber es ist besser, jetzt da hochzukommen. Und vor allem einfacher. So. So. Das ist ja jetzt wieder aktiv geworden. Aber erstmal hole ich mir noch was. Der Pack hole ich mir erstmal noch. Ja, sorry, dass ich mir noch das Artefakt holen will, aber es gibt Geld. So, was ist das dann schon das Futter? Das hatten wir schon mal. Wie haben wir eigentlich jetzt? Erwähnt. Lol, noch ein Soldatending, ich habe alle Soldaten Artefakte. Okay. Funktioniert noch nicht ganz. Oh, na, hoch da. Ich hoffe, es passiert endlich noch einmal, dass ich Frame-Einbrüche habe. Das ist relativ uncool, wenn ich sowas so. Okay, da will ich ja hin. Ich scheiter zu bewegen. Ach, das bewegt sich. Sagen kann, dass sich der Shit bewegt. So.
Okay, wir erstmal ein bisschen machen. Dreht sich ja hier gemütlich. Denke ich dir. Ja, komm, schwenk dich schneller. Los! Ich frage mich, wie ich das Ding da aktiviere. Lol. Wie soll ich der Meinung das Ding da aktivieren? Noch ein Teil. Aber. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, gee. Genius. Muss er erstmal überlegen, dass, ob das geht. Noch so ein Teil hoch. Der zog Black Ops 2. Ich bin aber gespannt von euch, Leute. Vielleicht hört sich ja einer von euch los. Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Das interessiert mich. Das interessiert mich echt. Keiner mit. Keiner mit. Und wie hab ich Bock, wieder zum Wohlgrund zu gehen? So. Ich nehme mal hier rüber gerusht. Ja. Schenke ich dir. Hier rüber. Leider haben wir keine UMP und Taktikmesser dabei, dass wir sie wegrushen. Wait. Das muss denken sein. Aber so eine Folge ohne Kampf ist ja langweilig. Wasser.
ist ja die Zornkenntnis auch wieder da. Ja, noch ein Zornkern und wir haben einen kompletten Zorn mehr. Wow. Komm ich mir irgendwie mies vor. Warum gibt's eigentlich? Muss ich jetzt. LOL. Das war jetzt gerade bloß um den Schlüssel zu holen und bestimmt da, wo ich jetzt den Schlüssel des Beobachters brauche, da finde ich das Schwert oder wie. Mies. Scheiße, war wenn man zu schwach hat. Jetzt muss man mal gucken, wie ich das Teil öffne, ey. Überhaupt nicht brutal, ey. So, habe ich erst mal alles wieder mal weggefickt, wie ich hätte stellen können. Was für eine Missgeburt. Natürlich gerade anders aufgehört. Oh, was will denn der da?
weiß echt nicht, wie ich den Buch links herbei rufen kann. Aha. Dann mache ich auch was, was schön ist. Scheiße. Ja, na klar. Ich weiß nicht, welche das ist. Ah, die Tatsache. Was ist das für ein Ort? Ich muss zugeben, für ein Rudel Schwächlinge stecken diese Menschen voller Überraschungen. Wer weiß, welche Geheimnisse sie hier unten vergraben haben. Ich hoffe mal ein großes, dass es sich lohnt, hier runterzugehen und sich halb zu opfern dafür, ey. Da haben wir so einen komischen Ball, da haben wir so einen komischen Teil. Ich jetzt eigentlich verarschen.
zwar ein bisschen feige, aber... Das muss so sein. Na geht doch. Diesmal geschafft, ohne daran zu leiden. Nicht so wie im letzten Part, wo er aufgetreten ist. Ich renne mal noch hier am Ende des Raumes. Und dann gehe ich kurz zurück erstmal. Falls euch fällt. Mehrfach klingen als leichter. Why are you doing this? Haben wir jetzt hier einen Steinweg, ja. Yay. So. So, dann das rüber. Dann wieder zurückrennen. Ja. Vielleicht in die eine Reihenfolge. Vielleicht besser. Jetzt kommt der Kampf. Ist nur um das zu machen. Okay, aufgeregt habe ich mich genug für das Spiel gerade. Dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert. Wenn nicht, dann bis zum nächsten Part.